Leute! Sagt mal fix. Was bringt eigentlich gut Klicks auf YouTube? Richtig! Aua! Aua! Ah, stimmt. Fortnite! Ja, Granny lässt sich jedenfalls für heute entschuldigen, Leute. Die hat sich eine leichte Erkältung zugezogen. Woran hat es gelegen? Außerdem ist das Game ja nun schon mittlerweile ein bisschen verstaubt. Versteht er? Granny ist alt geworden. Versteht er? Sie ist schon wieder kommen. Oh, Seth, kannst du nicht wenigstens einmal in deinen Videos ernst sein? Naja, Leute, jedenfalls hier, ne? Können wir jetzt was Neues ausprobieren? Nennt sich The Nun. Also, die Nonne ist wie Granny nur mit, also. Nonne. Ja, no shit! Weil. Naja, lasst einen Daumen nach oben da. Eagles Junior School. Fortschrittsreport von. Der Schüler hat sich sehr frech verhalten dieses Jahr und muss grauenvoll bestraft werden. Könnte meine Mutter geschrieben haben. Apropos Mutter. Die Obermutter wird versuchen, die moralischen Vergehen zu korrigieren. Mit freundlichen Grüßen, die Nonne. Wir haben es hier nicht mit irgendeiner Nonne zu tun. Die hat das Nonnendasein quasi erfunden. Wenn man im Duden nachschaut unter dem Begriff Nonne, dann ist da ein Foto von ihr. Sie hört alles, was du tust. Sei vorsichtig, sie kann überall hingelangen. Du musst dich beeilen, um die Schule zu verlassen. Das habe ich mir damals auch auf Biegen und Brechen eingeredet. Und jetzt schaut, was draus geworden ist, ja. Ich meine, da wünscht man sich doch glatt so eine Mutter Oberin, die einem die Moral in Hände und Füße nagelt, nicht wahr? Ich muss gut sein. Ich bin Seth und ich muss gut sein. Also es ist eigentlich auch egal, ob ich Seth bin oder Bart Simpson, weil das ist bestimmt auch keine Nonne, sondern die Brut Luzifers. Um das mal zu spoilern, was ihr wahrscheinlich sowieso schon begriffen habt. Was haben wir hier? Satanische Abbildungen. Ja, für Klolektüre ist auf jeden Fall reichlich gesorgt. Jetzt muss uns nur noch die Bibel in die Hände flattern. Und schon wird der Bolzen ordentlich ausgetrieben, nicht wahr? Heilige Mutter Gottes, also. Als dieses Gotteshaus hier errichtet wurde, hatte er auch einen mächtigen Kater, oder? Errichtet mir zu Ehren ein Haus. Ja, übertreibt's nicht so mit dem Enthusiasmus. Ach du meine Güte. Ja, natürlich, also. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr nicht auch das Gefühl, dass so ein umgedrehtes, brennendes Kreuz ein brachialer Stimmungskiller ist? Vor allem in der Mitte von einem Kloster. Also, mir geht's auf jeden Fall so. Ja, dann schauen wir uns mal an, was das Spiel hier zu bieten hat, nicht wahr? Exit, Way Out. Oh, wir müssen hier raus? Und alles, was wir tun, müssen uns an diesem kleinen Rädchen drehen? Ich kann den Schalter nicht erreichen? Was willst du mir da mit... Muss ich meine Hände erst in Weihwasser baden, oder was? Wie dem auch sei, liebe Leute, ich weiß... Oh, Leute, ist da! Hilfe! Renn! Renn, du Klon! Wieso rennt er nicht? Wieso rennt er nicht, Alter? Er rennt einfach nicht! Hilfe! Alter! Da kam sie angetänzelt. So Leute, ich habe jetzt nochmal angefangen, weil ich hier mir ein bisschen die Steuerung noch zurechtfitzeln muss. Das ist nicht ganz so easy auf dem Emulator. Und da ich nicht weiß, wie langwierig und komplex dieses Game ist, werde ich diese Episode hier einfach mal als kleine Übungsrunde nehmen, um mich mit diesem Game vertraut zu machen. Vielleicht ist es gar keine so gute Idee, wieder diese Tür zu benutzen. Wir haben hier einen kleinen Geheimgang, ja, der Liebling aller Horror-Game-Characters. Einfach durch den Schacht krauchen. Also, wenn wir... Ja, Moment. Der Stuhl ist nicht auf meiner Seite. Hilfe, hau ab, Alter. Nein, die kommt. Alter, da muss mal ein mächtiger Exorzismus stattfinden an dem Stuhl, Alter. Moment, jetzt aber. Alles klärchen. Das hat ein mächtiges Geräusch verursacht. Die müsste jetzt eigentlich dahin kommen. Das heißt, wir hätten doch... Wo auch immer uns das hinführt, hier freie Bahn. Ja, jetzt sind wir mit den Geräuschen natürlich wieder auf der anderen Seite, nicht wahr? Ich hätte halt gerne irgendwas zu droppen. Ich das hier einfach flugs durch die Gegend schiebe? Dann müsste sie doch eigentlich wieder hierher kommen, oder? Ich vertraue einfach mal diesem random Eisengitter da. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, sie kommt auf jeden Fall dahin. Oh, sehr gut. Dann können wir uns jetzt hier auf jeden Fall mal... einen abrennen. Oh,
ich laufe seitlich viel schneller. Kann es sein? Okay, da ist sie. Da ist sie da hinten. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wo kann ich hin? Hier, der Wäscheraum. Ja, neue Unterhosen. Es ist blockiert. Ach, verdammt nochmal. Ihr kennt mich sehr gut, nicht wahr? Meine Güte, wie groß ist das? Also, wir haben hier auf jeden Fall eine sehr viel gigantischere Map als Granny, möchte ich mal meinen. Ich weiß noch nicht ganz, ob ich das so toll finde. Wir haben ja auch einiges an Shortcuts. Was sollen diese ganzen Bücher hier? Sind das nur Pick-up-and-Drop-Items oder kann man damit auch irgendwas machen? Wir müssen bestimmt irgendwelche komischen Rituale selber machen oder so. Kleiner Locker. Ich brauche einen geheimen Locker-Code. Okay, Leute. Es geht schon wieder los. Haben wir denn beobachtet? Nein, werden wir nicht. Frag mich, ob sie das hört, wenn wir hier die Locker aufmachen. Vermutlich schon. Wir sollten erstmal vom Schlechtesten ausgehen. Was ist das hier alles? Was ist das da drinnen für ein Raum, Alter? Oder war es mal? In dem Fall gucken wir uns hier mal nach Items um. Ja, aber da... Ach so. Nee, das ist nur Dosenfutter. Ich dachte jetzt, wir haben eine Klorolle gefunden. Ich wollte schon vor Glück japsen. Also Hunger ist das, was ich am letzten hier empfinde, möchte ich meinen. Okay, hier haben wir die obere Etage. Alter, wie gigantisch ist das bitte? Oder kommt mir das nur so vor, weil bei Granny alles so gedrungen ist? Das ist ja krass. Hier haben wir noch ein kleines Versteck. Verstehe. Und hier können wir vermutlich noch gar nichts machen. Oh, war das laut? Ich weiß es nicht. Aber vermutlich können wir da von der anderen Seite den Shortcut freilegen. Also ich muss, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger sein. Hier haben wir so eine Schalltafel, beziehungsweise auch Sicherungskasten genannt. Da fehlt irgendwie was, ein Kabel oder sowas in der Art. Okay, dann wissen wir ja, was wir suchen sollen. Ich schließe mal hinter mir die Tür und rede mir ein, dass das hilft. Ah, okay. Das ist gar nicht mal so schlecht, denn hier können wir sie von oben beobachten. Sehr gut. Was, können wir nur die hellen aufmachen? Das ist doch Sparschrank. Die anderen sind aufgemalt. Ah, meine Güte. Für mich? Tatsache. Ich werde mir endlich diesen Safebox-Key schnappen. Ich kann es nicht riskieren, ihn zu verlieren. Wait. Hat sie das geschrieben? Warum hat sie mir das geschrieben? Das ist doch ein Tipp, oder? Okay, ich muss irgendeinen Schlüssel finden. Den hat sie wahrscheinlich bei sich, wenn ich das richtig lese. Wie soll denn das gehen? Was ist denn hier passiert? Finden hier die Shotgun-Exekutionen statt, Alter? Also, ihr müsst auf jeden Fall der heilige Wischmob mal langsam durchfegen. Was ist das? Das ist garantiert kein kleines Kabel. Das schieben sich einsame Frauen. Nein! Dann sollte doch das eigentlich möglich sein, denn hier die Kiste zu verräumen, nicht wahr? Oh, yes, Baby. So, jetzt ist... Das hat sie garantiert gehört. Diese Pappkisten im Obergeschoss. Jetzt ist die Frage, von wo sie kommt. Und ob meine Schenkel schnell genug sind. Ansonsten haben wir unten noch die Turnhalle oder was es auch immer war. Auf jeden Fall kann ich das Ding schon mal in den Sicherungskasten stecken. Sie ist da drin. Die ist nicht so gut. Die geistert hier durch die Kante, Alter. Halt dein Maul jetzt. Alter! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Du kommst hier nicht, nein! Guck mal, ich bin woanders. Die checkt's echt nicht, ne? Wo denn hin? Verdammt nochmal. Ja, ja, ich bin ein entzückendes Bürschchen. Ich liebe diese kleine Animation da. Am linken Bildschirm. Dass sie das kann. Ich wusste das nicht. Mir ist gerade alles... Meine Haare sind gerade 2 cm länger geworden überall. Ich schwitze Sturzbäche. Die kann krauchen. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wo die ist. Aber ich weiß, dass ich das hier zu tun habe. Ja, gut. Super. Oh, was haben wir da? Was ist das bitte? Also, ich will es auch eigentlich gar nicht wissen. Das war der andere Schüler, der hier das Vergnügen hatte wahrscheinlich. Der hat sich da leider nicht an die Hausregeln gehalten. Eine automatische Verblendung. Es muss einen Schalter oder sowas geben.
Ja, und wir wissen auch ganz genau, wo sich ein Schalter befindet, nicht wahr? Wenn wir die Alte jetzt hier irgendwie hochlocken könnten, dann wäre das doch formidabel. Wahrscheinlich nützt es nichts, hier runter zu jumpen, das wäre übelst laut und wir können da auch nichts runterwerfen, weil genau da müssen wir hin. Hilfe, Hilfe, sie kommt. Hilfe, sie kommt. Hilfe, Hilfe. Alter. Ich rede mir immer noch rein, dass dieser Ort sicher ist. Runter! Runter! Nein! Ach, das sind Stacheln, ne? Ah, upsi! Ah, upsi! So, die Frage ist, hat es jetzt den Fortschritt gesichert wie bei Granny? Und du machst das alles zunichte. Also, die Klappen sind auf jeden Fall überall wieder davor. Das heißt, sie räumt ja mächtig auf. Moment mal, wenn wir jetzt unten zu dem Schalter gehen, vielleicht sollten wir das machen wie in der letzten Runde einfach. Du hast einen Weg, du hast einen Weg. Komm an, komm an, komm an. Come on! Nein, der Stuhl! Alter, ich sag doch, der ist besessen. Leck mich. Hilfe. Oh mein Gott. Das Spiel ist richtig stressig. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe gerade Spaß damit. Ach, hier hat es ein bisschen was. Hier hat es ein bisschen rumgeschludert. Ah ja, sie wird auch bald als gelettert enden. Aber das ist doch schon mal gut. Wir haben uns in unseren Raum gelockt. Hoffe das zumindest. Können wir jetzt hier den Schalter aufmachen? Oh, es geht! Oh mein Gott! Nein! Es geht gar nicht mehr! Hilfe! Nein! Was? Da, sie hat einen Schlüssel! Am Hosenbund! So, jetzt aber Tag 4. Ich frage mich, wie viele wir haben. Das wurde nämlich nicht gesagt. Okay, ich glaube, sie ist weggegangen. Was? Das ist noch ein Tor! Mit einem mega fetten Schloss, Alter! What? Okay, sie hat den Master Key am Hosenbund. Ich habe ihn gerade baumeln sehen. Oh, verdammt! Ich hab's doch gewusst. Ja, was machen wir nu? Jetzt sind wir ein bisschen aufgeschmissen. Oh, habt ihr gesehen? Diese Vergitterung ist weg. Boah, ich darf mich jetzt nicht so weit vorwagen. Das heißt, sie ist oben auch nicht mehr. Das heißt, wir können jetzt dort in diese komische Ruine. Was ist da, ein Meteorit eingeschlagen oder was ist da los? Oh, sie ist da irgendwo. Das ist meine Chance. Das ist tatsächlich eine Turnhalle. Grüß dich. Na? Das nächste Erzengel Nowitzki ist das. Wer kennt die nicht? Alter, ist das groß. Ist mit einem Schlüssel verschlossen. Oh mein Gott. Ich hab's langsam begriffen, dass dieses Spiel doch eine höhere Komplexität hat, als ich dachte. Meine Herren, wir werden heute wahrscheinlich nicht fertig werden. Hier, ne? Ah, hier gehöre ich hin. Ja, stimmt. Hier kann ich austreten. Passt schon? Hier kann ich mich auch verstecken vor allem. Hier noch irgendwas? Nee, gar nichts. Die langweiligsten Horror-Game-Toiletten, auf denen ich je war. Aber das können wir hier mit irgendetwas entfernen. Ja, irgendwie mit einem Hammer oder Brecheisen oder sowas in der Art. Das gilt es jetzt sowieso. Hier haben wir Klopapier. Spielt, du lässt mich nicht im Stich. Alter, kommt sie jetzt? Ich habe irgendwas gehört. Ihr auch. Wollen wir uns hier verstecken oder ist das... Nein, das sind Itemlocker, ne? Da kann bestimmt was drin spawnen. Oh, es gibt tausende davon. Oh, da vorne sind noch locker. Die habe ich noch nicht betätigt. Trapdoor. It's blocked. Verdammt. Die ist direkt hier. Das wird mich den Kopf kosten. Aber sowas von. Gott ist mit mir, oder? Gott ist mit mir. Hier haben wir die Brechstange. Yes, Baby. Können wir hier eins überbraten? Ich fürchte nicht. Wieso bestimmt gar nicht böse? Sie ist nur ein falsch verstandener Batman-Fan. Wie, jetzt geht nicht? Was? Oh, ey, das ist dein Glück, Alter. Das ist aber sowas von dein Glück. Moment, wir müssen hinmachen. Die kommt gleich. Die hat meine kleinen Toilettenspielchen gerochen. Gehört, also gerochen vermutlich auch. Wo führt denn das hin? In den abgeschlossenen Raum. Sehr gut. Und was haben wir jetzt hier? Außer irgendwelche abgeranzten Bälle? Springbock? Und einen Locker zum Verstecken. Wow, echt? Das ist bestimmt ein Item-Spawn-Platz. Aber es ist nichts gespawnt, Enttäuschung. Leck mich am Arsch. Also ich meine, das ist halt vom Balancing her echt nicht gut gemacht. Weil man muss dafür ein Item finden und halt gewisses Risiko eingehen. Und wird halt nicht belohnt, beziehungsweise weiß nicht, ob sich das irgendwie auszahlt. Kann man das damit vielleicht einfach aufbrechen? Alter, ich hab eine Motherfucking Brechstange, Alter.
Das bringt überhaupt nichts. Aber wisst ihr, Freunde, was wir noch machen können? Wir können hochgehen und schauen, was sich da bei diesem Skelett hinter dieser Vergitterung befunden hat. Ich weiß nicht, woher sie kommt. Hilfe! Gleich um die Hecke, oder? Ich glaube, sie ist da lang gegangen. Das ist unsere Chance. Schnell hoch! Schnell hoch! Yes! Alles klar. Ich glaube, die Luft ist rein gerade. Oh Gott, sie kommt. Oh Gott, sie kommt. Was ist das denn? Von dem Fenster aus kann ich das Gym sehen? Ja, schön. Okay, cool. Oh, ich kann da irgendwas abschneiden, ne? Und dann fällt das Viech da runter? Und dann? Dann mache ich hier noch mehr Schaden, als notwendig ist. Ich glaube, sie kommt her. Ich gucke mich gleich hier um. Moment, Freunde, gebt mir eine Sekunde. Ja, so viel Zeit muss sein. Also diese Area hier ist auf jeden Fall gigantisch. Weiße Decke. Na klar. Von allen Sinnlosigkeiten. Das hat sie auch gehört, ne? Es ist zwar relativ weich gebettet worden, aber wir stellen das mal nicht in Frage. Was ist das? Was ist das Geräusch? Die ist nahe, ne? Das sagt es mir wahrscheinlich. Geheiligt sei der Herr, mein Hort, der meine Hände lehret streiten und meine Fäuste kriegen. Mein Fels und meine Burg. Mein Schutz und meine Retter. Mein Schild und der, auf den ich traue. Alles klar, Alter. Was machen wir denn jetzt mit dieser weißen Decke, sag mal? Uns ordentlich ausweinen und dann, keine Ahnung, uns einrollen, in der Ecke stellen und nie wieder irgendwie rauskommen? Ist es das? Würde auf jeden Fall Sinn machen. Angesichts dieser Tatsache hier. Diesen Ziegenkopf, da können wir auch nehmen. Wow, ich will aber den Schweinekopf, Alter. Stell dir mal vor, die Nonne zieht sich so ein Dings über. Den Fisch. Ich will sehen, wie sie sich den Fisch übers Gesicht zieht. Das wäre geil. Wär mega geil. Ich warte noch auf die Mods davon. Alles klar. Ja, ich hab absolut keinen Plan, was wir halt jetzt damit machen. Was ist denn das hier überhaupt mit dem Skelett? Haben wir leider auch keinen Hinweis. Was? Na freilich. Natürlich. Wunderschön. Ja, na klar. Gut, wir haben das schon mal festgestellt. Lockercode. Hieß es. Alles klar. Wir gucken uns mal hier diesen ganzen göttlichen Zoo noch vorher an. Ziehen wir die jetzt? Setzen wir das? Ist die dumm? Ist die dumm? Ich hab hier die Tür gegen die Stirn geschmettert. Was ist das für ein bescheuertes Game? Alter, das ist der Hammer. Ich finde das so lustig. Ich finde das voll geil. Also es ist noch in so einer Art Early Access, das muss man ja auch dazu sagen. Da gab es halt so einen ganz großen Hinweis mit, das Game wird noch verbessert. Und ich glaube schon, dass sehr viel Inhalt da ist, aber das, wie die AI reagiert, ist bei Granny auf jeden Fall extrem viel schwerer. Ich kann nicht glauben, dass ich das überlebt habe gerade. Das war ja mal ein genialer Jumpscare. Okay, die ist immer noch in der Nähe. Ich muss das aussitzen hier. Ich muss mich eine Runde schämen. Alles klar, Leute. Ich glaube, ihr läuft es rein. Wir können die düstere Tat vollbringen. Setzen wir den jetzt da drauf? Alter, ich werde mir in den Hosen pinkeln. Was machen wir denn hier? Was ist denn Objekt 2 von 3? Was musst du da noch dran? Oh Gott, sie kommt. Nein, sie begutachtet mein Werk. Ja, die wundert sich auch überhaupt nicht, dass ihre Figur langsam aber sicher Kleidung bekommt. Ja, ich bin barmherzig. Ich schenke denen, die nichts haben, Ziegenkopf. Ein anderes Problem, was ich bei diesem Game hier ganz stark sehe, ist, dass es unglaublich viele Sackgassen gibt. Also, ich meine, was mache ich denn jetzt, wenn die da patrouilliert? Ich komme hier halt nicht raus. Das ist das Problem. Bei Granny sind alle Areas sozusagen Rundgänge. Und hier bleibe ich ja einfach stecken. Schnappen wir uns mal noch den Lockercode. Und dann müssen wir wieder ganz nach unten. Verdammt nochmal, diese blöden Stühle in dem Game, Alter. Das Leben im Schrank, Leute. Psst. Rainer! Oh, dankeschön. Ich hätte ja auch gerne so einen kleinen Schlitz.
das Wort hieselt. Ja, geh hoch. Oh yes, Mamacita. Wir werden aber sowas von definitiv die Gunst der Stunde nutzen. So, wo ist jetzt der Locker hier? Wie auch immer ich diese komische Chipkarte da reinschiebe, ich weiß es nicht. Eine Schere. Eine Schere für den Dingens, der da hängt. Oh mein Gott. 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 Ich spüre einen heißen. Ah, unbefriedigten Atem. Was ist? Warte, warte, warte. Nee, ne? Nee, Spiel. Nein. Nein. Das ist der Kracher, Alter. Ist das genial. Sie ist auch völlig fertig. Sie ist vollkommen am Ende. So, schnipp, schnapp, Engel ab. Das hätte ich mir jetzt dramatischer vorgestellt. Warte mal, ich will eigentlich mal sehen, was die macht, wenn sie da jetzt hingeht. Ob sie sich ein bisschen ärgert oder so. Ich meine, viel Schaden kann ich ja auch nicht mehr machen. Es muss nur frustrierend sein, halt den ganzen Tag irgendwelche Geräusche von irgendwo zu hören. Und dann geht man da hin und dann liegt da nur mal irgendein Schrott rum. So, und wenn ich nicht alles täusche, müssen wir hier doch das letzte Teil für die Figur oben aufsammeln, oder? Wer die Finger hätte, ich still, der wohl länger sitzen will. Diesmal klappt das nicht, oder? Ja, diesmal habe ich die Finger zu lang gemacht. Oh, bitte drückt mir alle eure göttlichen Daumen. Ist das nicht wahr? Ist nicht wahr? So, komm, jetzt will ich es aber wissen hier. Was passiert mit dem Scheiß? Ich meine, wenn es jetzt noch Thaddeus Nase hätte, dann wäre es tatsächlich Kunst. Aber wie hilft mir das bitte schön weiter? Sag mal, ich verstehe das nicht. Was ist denn jetzt mit dir? Es ist schon kompliziert. Es sieht aus wie der Teufel. Es sieht aus wie der was? Es ist so Schwachsinn, was du laberst. Ich glaube, die kommt, oder? Also, sie möchte jetzt mein Werk begutachten. Note 4 minus. Er hat sich stets bemüht. Was? Vinan wird jetzt für 20 Sekunden beten? Nein. Nein. Das habt ihr nicht gemacht. Das habt ihr nicht gemacht. Oh mein Gott, ist das behindert. Ey, die Rätsel sind sowas von abartig dumm. Pass auf, hier sitzt der Master Key drinne. Das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Das meint ihr nicht ernst, ne? Das meint ihr nicht ernst. Okay, doch, sie meint es todesernst. So, fast da. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, nein. Zu. Ja. Nein. Sie hat's gelernt. Sie hat mein Geheimversteck gefunden. Oh, geht recht. Also, wehe, ich hab jetzt endgültig verloren. Ey, ich würde dem Spiel so einen Mittelfinger zeigen, ey. Nee, es gibt tatsächlich noch einen finalen Tag. Gott hat meine Wehklagen erhört. Ciao, Granny. Nani. Mach's gut, Nani. Sammy ist raus hier. Was zur Schule verlassen. Nein. Das ist nicht das Ende. Das. Jo Leute, das war The Nun. Ich habe eigentlich nichts gegen Granny-Klone, weil ich finde, dass es ein ziemlich gut gemachtes kleines Handy-Horrorspiel ist. Allerdings sieht man hier, dass es nicht unbedingt so funktioniert, wenn man einfach nur die Schablone drauflegt und nichts von dem, was das Spiel eigentlich einzigartig macht oder auch gut macht, mit integriert oder integrieren kann. Ich meine, to be fair, klar, es ist halt Early Access, es wird sicherlich noch Content kommen, deswegen hat man sich für eine große Map entschieden und ich finde es auch ganz interessant, dass es relativ abwechslungsreich gestaltet war, vom Map-Design her und ja, dass man einfach viel zu erkunden hatte. Was ich allerdings bemängeln kann, ist im derzeitigen Spielzustand, dass es einfach noch zu wenig Content gab und zu viel sinnlose leere Fläche. Ne? Der Charme von Granny ist ja auch die Anspannung, die dadurch entsteht, dass es alles so komprimiert ist und du quasi immer Angst haben musst, dass Granny in 10 Meter Luftlinie von dir entfernt sein wird, was ja eigentlich auch nur sein kann auf einem kleinen Raum, um es mal ein bisschen übertrieben darzustellen. Und ja, wie gesagt, halt einfach diese Komplexität, dieser Puzzle vermisse ich. Das hier war so super sinnlos und albern. Ich wüsste nicht, wenn ich nicht zufällig neben diesem Skelett gestanden und da drauf geklickt hätte, wie ich jemals rausgefunden hätte, dass ich dem diese Decke umhängen muss. Also wie bitteschön soll man da drauf kommen? Das macht so absolut keinen Sinn. Ich meine, hinteraus, ja, es war halt witzig, aber es war witzig, weil es so bescheuert war. Und ja, ich finde, das
hat es auf jeden Fall nicht wirklich irgendwie so convenient gemacht vom Spielerlebnis her, so wie das Granny gemacht hat, dass du halt gesagt hast, okay, um ein bestimmtes Item freizuspielen, um daran zu gelangen, um eine bestimmte Tür zu öffnen, musst du erst diese Sachen machen und das miteinander verknüpfen und so weiter und so fort. Dann gehst du wieder zurück, musst das wiederholen und so weiter. Und dann wird es halt mit recht einfachen Mitteln ein komplexes Spiel. Und das habe ich ja leider ein bisschen vermisst. Ich meine, gut, ich habe auf Easy gespielt, das als kleiner Disclaimer. Die AI verhält sich vermutlich aggressiver und ist auch schneller, wenn ich das auf einen schweren Schwierigkeitsgrad gestellt hätte. Von daher weiß ich nicht, so dass dazu zu sagen, dass mit der Locker-Aktion, das war halt auch eigentlich ziemlich lustig, muss man sagen. Wie gesagt, ich denke, es kommt hier noch neuer Content rein, neue Items, neue Puzzle, die hoffentlich ein bisschen mehr Sinn machen und vielleicht eine neue Ending- oder überhaupt mal eine Ending-Sequenz oder so. Schwierigkeitsgrad ist trotzdem halt noch okay. Ich habe es ja eben gerade so geschafft, aber gut, das war jetzt auch so der erste Run. Und ja, viele Leute haben nach Granny gefragt. Leute, wenn es genug Mods gibt oder das Mod-Menü halt genug Content bietet, um ein neues Video zu machen, dann bin ich da gerne zurück. Auch bei weiteren Granny-Clones, die könnt ihr mir unten reinschreiben. Wenn ihr sie gut findet, dann bin ich da sehr, sehr offen für. Ansonsten bin ich vielleicht in dem Spiel zurück, wenn ihr Bock habt, wenn es da ein Update gibt, was sich lohnt zu zeigen, das nochmal durchzustarten. Und dann, wie gesagt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst gerne ein Abo da, um mich zu supporten, und wenn ihr weitere Videos dieser Kategorie sehen wollt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es mehr oder weniger uncut war, aber ich habe jetzt halt eben nicht so viel Zeit, das habe ich auch im Infovideo gesagt, und ihr habt eben entsprechend ein längeres Video. Also bedanke ich mich bei euch, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt, und wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss!